Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield 1. Wir machen weiter mit der Kampagne und starten heute die vierte Storyline. In der letzten Folge haben wir die dritte Storyline beendet oder komplett durchgezogen in einem Rutsch. Da waren wir ein Teil der Aditi, einer Spezialeinheit der italienischen Armee. Und heute machen wir weiter mit der Meldegänger. Stürme die Strände von Gallipoli im Schutz der Geschütze, der bis dato größten Flotte aller Zeiten. Ich kann mir vorstellen, es ist britisch, oder? Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Die Unschuldigen, die Selbstgerechten und die Tapferen. Wir hielten den Krieg für unseren Initiationsritus. Ein großes Abenteuer, das uns in unserem Streben nach Ruhm vereinen würde. Aber anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Oh nein, Kap Helles, führe den Angriff auf den Strand. Dardanellen, Halbinsel Gallipoli, Frühling 1915. Das britische Empire will eine neue Front eröffnen. Es reifen Pläne für eine nie dagewesene Invasion des osmanischen Mittellandes durch die größte Einzelflotte aller Zeiten. An Bord der Schiffe sind mehr als eine 500.000 Soldaten aus Neuseeland, Australien, Irland, Indien, Neufundland, Frankreich und Großbritannien. Sie haben Befehl, an Land zu gehen und nach Konstantinopel vorzustoßen. Tag 1. Am Kap Helles fungiert das Dampfschiff River Clyde als trojanisches Pferd, das mehrere Bataillone alliierter Soldaten am Strand absetzt. Ein schwacher Brückenkopf ist eingerichtet, doch die Hälfte der Landungstruppen ist gefallen. Tag 2. Luftverschmutzung hoch 3. Frederick Bishop. Oh Gott. Hey, sind Sie Frederick Bishop? Nein, der ist tot leider. Aber ist das nicht Ihr Bild? Schon möglich. Jack Foster. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Wurdest du nicht? Schaffen Sie das Kind hier weg. Keine Chance. Er ist schließlich nur wegen Ihnen hergekommen. Frederick Bishop, der Stolz Australiens. Hat so einen Alter genannt, um dienen zu dürfen. Oh Mann. Kannst du mausen? Ja. Gut. Komm mit. Der Meldegänger. Okay, was muss ich machen? Was für ein Desaster. Allerdings. Die Welle hatte keine Chance. Sehen Sie sich Ihre Stellungen an. Wie sollen wir den Strand einnehmen? Diesmal haben wir die Dreadnought. Stopp dir was in die Ohren, Junge. Dreadnought? Okay. Halte. RT. Achso. Okay, wir koordinieren die Schüsse der Kampfschiffe. Alter Schwede. Wow. Genau, jetzt kommen wir auch noch was ab von da oben. Alles klar. Es wird Zeit. Wo willst du hin? Ich komm mit. Waffe hochnehmen. Okay, du bleibst hier. Und du rückst mit dem Etappenkommando erst vor, wenn ich das Leuchtsignal gebe. Ja, Sir. Ja, Sir. Pass auf dich auf, Junge. Okay, wir sollen also alleine losziehen, oder was? Ja, genau, alleine, oder was? Jo, alles klar. Okay, die anderen kommen auch mit. Los, Leute. Wir müssen los. Sind das die Gegner vor mir? Nee, ne? Nein. Alter, Schwede. Wow, fuck.
Von wo werde ich denn angeschossen, Mann? Ich sehe doch gar nichts. Wo sind sie dann? Da. Das sind Türken. Nein. Lasst mich in Ruhe. Ich bin doch der Aborigine. Okay. Hab ich auch eine Zweitwaffe? Was ist das? Ah, eine Schrotze. Cool. Hä? Bin ich dann bedeppert oder was? Okay, die Waffe ist irgendwie komisch. Ich mag die nicht so, ehrlich gesagt. Hä? Irgendwie ist sie komisch. Ich treffe die voll und sie fallen trotzdem nicht um. Oh, Alter, was ist denn das? Hier nochmal das da. Eine Stabgranate, bitte. Sehr schön, den haben wir. Nein. Oh, fuck, Leute. Sie überrennen uns. Okay, hier ist eine Flagge der Türken. Aber wir müssen hier lang. Ja, mach mir. Bleib hier. Hey. Hier bleiben. Ey, hier bleiben. Okay, okay. Ach, hinter uns. Hä? Da hoch sollen wir. Warum? Ach so, okay. Ich muss also hier hoch und dann da einmal rum. So, den haben wir. Okay, okay. Wow. Komm noch mehr. Hilfe, ich werde beschossen. Da geht wieder an das Geschütz dran. Er sagt, hier, nimm das. Yo, ich habe ihn getroffen. Lass mich in Ruhe. Okay, gut, wir sind weitergekommen. Sehr schön. Da oben ist ein Geschütz. Yo, den haben wir auch. Oh nein, mein Kollege ist gefallen. Ich brauche eine neue Waffe. Ich nehme mal die hier. Nein, nein, nein. Oh, oh. Kacke, kacke, kacke. Komm, zeig dich, Türke. Hier, nimm das. So, den haben wir. Den haben wir auch. Ne, der lebt noch. Hä? Okay. Ja, wir haben keine Muni mehr. Verdammt. Was mache ich? Nimm das hier. Hat das mehr Muni? Ein bisschen. Nein, nicht sterben. Danke. Oh, Leute, das war knapp. Okay, der ist hinüber. Alter, ein Glück. Ach, hier vorne auch noch. Nein. Komm her. Wo bist du da? So, der ist auch weg. Wir sind da. Wir sind näher. Ich muss mich hier von Waffe zu Waffe hangeln, weil wir als keine Munition mehr haben, Leute. Da ist unser Schiff. Und hier sind die Türken. Danke sehr. Nein, nicht sterben. Nein, nein, nein. Oh, Rückzug, Rückzug. Jo. Boah, was für ein krasser Kampf hier. Jo, du machst ihn richtig fertig, Alter. Der hat so eine Waffe. Ich nehme die einfach mal mit hier. Was haben wir hier? Ach komm, ich habe den Granat, das Granatwerfer-Ding da. Das ist auf jeden Fall okay. Oh, gut gerettet von hinten, Alter. Ich gehe gerade mal hier durch dieses Haus durch. Oh je. Wir sind nur noch alleine hier. Der andere ist gefallen. Wo war der? Da. Hier. Okay. Die Waffe ist gut. Die Waffe ist sehr gut. Ah. Nein, das sind noch mehr. Oh. Es hört nicht auf. Wo bleiben denn meine Leute? Ich brauche Unterstützung. Ja, wir haben's. Zeit für das Leuchtsignal. Okay. Ein Glück. Mich verarschen? Komm hier. Da. Sieh dir das an, Junge.
Du hast dich in die Hölle gelogen. Aber ich... Du wolltest eine Statue von dir auf dem Marktplatz? Komm schon, Junge, steh auf. Komm schon. Ich werde sterben. Wirst du nicht. Bis Australien. Uns bringt nichts um. Ha? Ja, vermutlich. Außer... Du bist ein Kiwi. Was? Nun. Eins nach dem anderen. Hier, komm schon, steh auf. Schau mal, den Arm hier. Den rechten raus. Schaft gegen die Schulter, so. Wange an den Schaft. Nein, ja so. Du musst schon richtig ziehen. Gut. Ja, Füße ein bisschen auseinander. Mhm. Wo sind wir jetzt? Achso. Ich habe gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren habe. Natürlich nicht. Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Front. Wirklich? Ja? Nein. Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er würde keine 5 Minuten überleben. Nein, nein, ich krieg das hin. Nein. Ich mach's. Schön. Sie bleiben bei mir. Und Sie. Sie werden laufen. Der Mann ist über 50. Mann, was sind denn das für Leute? Also der hier ist über 50, der andere ist nicht mal 18. Ja, die Osmanen. Die sind krass drauf. Okay. Aua. Hör auf mich anzuschießen, Kollege, da hinten. Was haben wir da? Keine Waffenkiste. Okay. Ich gehe gerade mal hier in das Haus und gucke mal. Ein bisschen spotten. Ja gut, das bringt nichts. Wir gehen weiter. Was haben wir denn hier? Ach komm, die Schrot ist auch nicht schlecht als Zweitwaffe. Die behalten wir auch erstmal. Okay, wir müssen laufen. Dann machen wir das mal. Köder werfen. Ah. Oh. Kommt her, ihr Schweine. Ich nehme es mit allen auf. Da ist einer. Komm her, du Osmane. Und weiter. Ah. Ja, ja. Tut mir leid, Kollege, ich muss durch. Ich bin von der Deutschen Post. Oh, das geht hier ab, ey. Was für ein krasser Kampf. Beschaffe den Bericht. Achso, wir müssen ihn erstmal besorgen. Ja, hier bin ich. Ah, hä? Was war denn das jetzt? Hä? What the fuck? Jetzt habe ich den Bericht schon bekommen, oder was? Ja, okay. Diesmal habe ich ihn bekommen. Wie konnte ich denn jetzt den bekommen, obwohl ich da eben gestorben bin? Das war jetzt irgendwie merkwürdig, oder? Na, egal. Wir laufen dann da wieder zurück. Ich bin wieder da, Leute. Ich bin diesmal hier rechts rumgegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht können wir von hier aus besser agieren. Und einfach mal hier das Geschütz benutzen und vielleicht da reinballern. Geht das? Würde das klappen? Ah, komm, das ist... Ich kann nicht alles einsehen, leider. Wir gehen mal zu Fuß. Ich habe mal eine andere Waffe mitgenommen. Ich denke, die funktioniert besser. Okay, da kommen sie. Alter Schwede. Sie stürmen. Bin gleich da. Ey, ich hab dich doch eben gehabt, Mann. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir doch hin, oder nicht? Bleib weg. Du auch, bitte. Nein, danke. Ich habe diesmal keine Sprechstunde. Geh weg. Nein, ich muss auch nachladen. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Okay. Sehr schön, aber auch. Hey, lass meine Kollegen in Ruhe hier. Ich hoffe, das war's. Haben wir es geschafft? Ja, finde Whitehall. Ist der drinne?
Er hat ihn getroffen. Gut gemacht. Boah. Mich töten können. Hab ich aber nicht. Nein, das hast du nicht. Guter Schuss. Ach, naja, also ich hab ihn da draußen gesehen und ich... Der Feind drängt uns überall zurück. Doch, dies mir. Bishop, melden Sie der Etappe, dass wir vorrücken. Keine Sorge. Ich komm schon zurecht. Kopf unten halten. In Deckung bleiben. Ich hoffe, der schafft das, der Junge. Kapiert? Er ist nicht mal 18 wahrscheinlich. Ich muss zum Etappenkommando. Ja, wieder zurück, Mann. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Der Meldegänger ist ein richtiger. Ist ja eine richtige Arschkarte. Okay. Gut, dann laufen wir zurück. Hallo? Ein Zettel. Was steht da? Für alle, die es noch von keinem Meldegänger wissen: Die Stellung der Entente ist verloren. Artillerie sichert den Rückzug zum Strand. Sie feuert auf das Dorf und die umliegenden Festungen. Scheiße! Foster! Wir müssen wieder hoch. Wir müssen Bescheid sagen, dass die beschossen werden gleich. Verdammt. Attacke. Feuern auf ihre eigene Stellung, um ihren Rückzug zu sichern. Das ist schon mies. Wir müssen unseren Kollegen Bescheid sagen. Ganz da hinten. Ach du Scheiß, wie soll ich denn da hinkommen? Da vorne kommen die Osmanen. Lass mich. Ich muss durch. Komm schon, Pferdchen. Wir schaffen das. Bitte. Da oben müssen wir hin. Okay. Wo steckt Whitehall? Whitehall? Das sind alles meine Kollegen. Whitehall. Neuigkeiten von der Etappe. Wo bist du? Erst helfen sie uns. Okay, okay. Ich verteidige die Front. Von wo? Oh, von da. Hier nimmt das. Und das hier auch noch. Oh nein, das war zu kurz. Pferdchen, mach dich da aus der Schussbahn, Mann. Das Schild da. Nein, ich muss runter. Oh, der hat mich getroffen. Und das Pferd, das Schild da mitten in der Einfahrt. Mach dich doch mal ab, Pferd. Das hat doch einen eigenen Willen, oder nicht? Oh, eine Granate. Nein, 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 nein. Oh. Ich probiere mal hinten rumzukommen. Ja, da kommen sie wieder. Ich hole sie mir. Danke. Hinten ist noch einer. Ne, da ist einer. Oh, der hat ein heftiges Geschütz. Oh nein. Nein. Ich muss hier weg. Ich habe ihn, glaube ich, getroffen mit der Granate. Ach du Kacke. Da kommt der Fetti Bum Bum. Ich habe ihn getroffen. Oh. Nein, ich wurde getroffen. Shit. Ja, Leute, da bin ich wieder. Wir verteidigen gerade hier die Stellung noch. Ich hoffe, wir schaffen das. Okay, es sieht gut aus, oder? Haben wir es diesmal geschafft? Ich glaube, sie sind besiegt, oder? Fürs Erste. Nee, doch nicht. Da hier oben. Das ist aber schon der Letzte, oder? Ich habe auch keine Granate mehr. Komm schon. Attacke. Okay, den haben wir auch. Okay, endlich. Jui, 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 jui. Ich hoffe, er lebt noch, der Junge. Rückzug auf ganzer Linie. Die Artillerie wird uns Deckung geben. Wir müssen hier weg, los. Gut. Ich habe Männer zur Festung geschickt. Die sind tot. Wen denn? Nur die Freiwilligen natürlich, also alle. Verdammte Kinder. Sie wissen ja, wie das ist in diesem Alter. Foster. Scheiße. Ich muss zu ihm. Los. Ich sage, ich hätte sie nicht gesehen. Nicht ihre Schuld. Doch, kann ich. Ein Toter mehr, mit dem ich leben muss. Los, los, sie haben nicht viel Zeit. Nun gut, Leute. Ich würde sagen,
Den Schluss, den letzten Teil dieser Storyline, machen wir in der nächsten Folge. Sonst wird das zu lang. Da vorne sind die Osmanen. Und ich habe Förster als Idioten bezeichnet. Ich denke mal, dass das ein bisschen länger dauert, deswegen würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und machen dann das Finale in der nächsten Folge. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.